Kopf gekratzt hier. Es ist das Problem. Ich sehe natürlich jetzt nichts mehr. Eine riesen Suchleuchte da. Ich sehe nicht, wo die hinleuchtet. Das ist das Problem gerade. F5er schnell speichern. Ich speichere auch mal jetzt schnell hier. Ich guck mal, ob ich vielleicht von hier irgendwie. Oder lange Lulatsch, scheiße. Okay, ich komme hier wieder hoch, das ist sehr gut. Relativ friedlich aus. Okay, der kommt hier runter. Den müssen wir leider jetzt ausschalten. Der sie sieht. Vermutlich. Okay, so. Tut mir leid, dass wir ihn ausschalten mussten. Okay, da ist eine Rune. Lass mich in Rune! Kurz zwischenspeichern hier. Mache ich sonst nicht. Also. Doch. Achso, die Dinger sind aus. Okay, alles klar. Das riecht irgendwie nach einer extremen Falle. Wo ist die Nachtsicht? Das ist die 9. Ganz nice. Da oben, okay. Okay. Das sieht doch mal nach einem besseren Weg aus, als den ich vorhin gegangen bin. Alter, das ist schwer. Das ist schwer. Jetzt weiß ich auch, warum man so lange dafür braucht. Ich hatte mal kurz in die Lösung geguckt. Also jetzt nicht in die Lösung selber, sondern geguckt, was noch alles vor uns liegt. Und da stand so eine grobe Zeitanzeige. Ja. Und dadurch, durch dieses Ding hier, sollte man einige Zeit verbannen. Was ist denn da? Ein Leck. Also hier geht einiges an Zeit drauf. Deswegen, ich denke mal, das ist der längste Part im ganzen Spiel. Vermute ich jetzt einfach mal. Thank you.
Der sieht die Leiche nicht, ernsthaft? Geht denn der hin? Da komme ich nicht hin. Da ist niemand mehr. Schon gleich ein bisschen ruhig bin, ich muss mich wie gesagt ein bisschen mehr konzentrieren gerade. Wir müssen auch auf jeden Fall ausschalten. So. Tut mir leid. Ich halte lieber aus, weil ganz ehrlich, wir haben nur noch 9 Betäubungspfeile und wir haben mehr als genug Wachen. Ja, ich werde ein bisschen versuchen, die anderen Sachen auch ein bisschen zu benutzen. Achso, die Pistole natürlich, die macht viel zu viel Lärm. Das Ding leuchtet jetzt aber nicht hier rein, oder? Nein, okay. Ah, alles klar. Ich weiß, wie wir da hier hinkommen. Okay, die Rune ist da unten. Ob ich die Rune vielleicht kriege. Ich will mal gucken, ob ich die Rune wenigstens kriege. Die eine. Dann machen wir auch direkt nochmal wieder weiter. Die ist da. Ach du Scheiße, die ist ja ganz unten. Okay. Das heißt, ich muss hier lang. So, Sachen mitnehmen direkt. Ah, noch was zu lesen. Tue ich halt gleich. Was ist das hier? Kugeln haben wir genug. So. Da ist der Riesenturm. Da ist der. Alter, Finne. Kanalisationsstatus im Monat der Netze. Gekürztes Gespräch, Anhang eines formellen Berichts, eingereicht von Gruppe 17a der Stadtwerke. Ich wurde gebeten, von dem Problem zu erzählen. Also los geht's. Jedes Jahr arbeiten wir im Monat der Netze wie verrückt. Ich sehe meine Familie so gut wie nie. Schlimm genug, dass die Kanalisation mit Müll, alten Kissen und Netzen verstopft ist. Es riecht da unten auch noch wie Hexenfischeingeweide. Wir müssen unsere Arbeit bis zum Monat des Regens abgeschlossen haben, sonst sind wir in Schwierigkeiten. Und das bedeutet nicht, dass wir von diesen Schnöseln in der Bauabteilung Hilfe bekommen. Ich mache diesen Job jetzt schon seit 28 Jahren und habe noch nie einen von denen hier runterkommen sehen. Höchstens mal, wenn sie ausmessen, ob der Untergrund stabil genug für eine ihrer neuen Brücken sein wird. Die letzten 3 Jahre waren die schlimmsten. Und zwar sind die Flusskriecher daran schuld. Haben sich in die Kanalisation verkrochen. Wenn wir einen von uns rufen und schreien hören, als ob er verbrennen würde, können wir nichts anderes tun, als nach oben zu klettern. Er oder wir. Das hatten wir schon mal gelesen tatsächlich. Daran erinnere ich mich sogar noch ganz gut. So, mal kurz gucken. Schreit sich jemand herum. Was? Wie? Offizieller Erlass. Offizieller Erlass. Auf Befehl des Lord Regenten. Ab sofort ist jeglicher Zugang zum Dunwall Tower verboten, ausgenommen offizielle Besucher, die über die Schleuse kommen. Das Haupttor bleibt ohne Ausnahme verschlossen. Dieser Erlass wurde vom Büro des General Tobias mit der vollen Autorität des Lord Regenten verfasst. Okay, wir wurden anscheinend irgendwie entdeckt, aber so weit kann ich nicht. Ja, da habe ich einmal nicht aufgepasst. Das tut mir natürlich leid. Ach, schmatzt leiser da hinten, meine Güte. Okay. So, mal kurz gucken, was hier hinten in der Ecke ist. Hier hinten ist nichts, okay. Es
Es wäre alles nicht so schlimm, hätte der verdammte Idiot Corvo nicht die Kaiserin getötet. Ja, genau deswegen zum Foyer des Dunbo Towers. Interessant, wir haben jetzt einen kürzeren Weg. Das sind wahrscheinlich diese Flusskriecher. Wir gehen direkt zum Foyer, würde ich sagen. In den Innenbereich des Dunbo Towers. Also ich würde ganz ehrlich, ich würde eigentlich draußen noch ein bisschen rumgucken, vielleicht noch ein bisschen was looten und sowas. Allerdings sind mir das erstens zu viele Wachen und zweitens, ich will ungern mit diesen Riesenviechern da, mich mit den Riesenviechern da anlegen. Das ist jetzt nicht so prickelnd, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen gehen wir mal direkt in den Innenbereich des Dunbo Towers. So, ich habe gerade kurz Dunbo Tower. Mein Mikro ein kleines bisschen lauter gemacht. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu leise. Okay, das werde ich gleich mal aus. Boah, ist das schnell hier. Was geht da unten vor sich, General? Es gab Meldungen der Störung im Hof des Towers. Meine Männer prüfen das. Verdoppeln Sie die Wachen! Verdreifachen Sie sie! Wie oft muss ich Ihnen das sagen, wenn doch nur jeder täte, was getan werden muss? Ja, Lord Regent. Weil das Dach sicher ist, sollten Sie für den Moment im Schutzraum bleiben. Meine Männer und ich stellen sicher, dass niemand hochkommt. Ja, tun Sie das, General. Lassen Sie den Eindringling nicht vorbei. Ich kümmere mich oben um den Lord Regenten. Ja, General. So, der Lord Regent besitzt einen Schutzraum auf dem Dach des Dunbo Towers. Das wussten wir natürlich schon. Aber auch da werden wir reinkommen. Ah, mit F können wir noch stärker zoomen. Ach du Scheiße. Warte mal, wenn ich dann jetzt hier zoome. Alles klar. Gut. Ich sehe zwei Wachen. Wollen wir hier noch eine Rune? Ups, falsche Taste. Da hinten. Sendezentrale. Okay, zur Sendezentrale will ich natürlich auch gehen. Gott, ist der Typ protzig, ey. Zwei Wachen. Mal kurz saven. Okay, muss ich mal gucken, wie wir das Ding da hinten am besten ausschalten können. Das kann ich von hier aus nicht sehen, oder? Kannst du vielleicht von hier aus irgendwie erkennen? Wo die Kabel lang gehen? Ich vermute mal da hinten in der Tür eventuell. Okay, da, okay, drei Wachen hier unten und da oben zwei. Ich denke mal, mit denen dürften wir fertig werden. Ich will jetzt mal versuchen, die nicht zu töten. Wir können ja auch. Ach ne, jetzt habe ich nicht erweitert, ne? Hoch, warte. Sind, glaube ich, alle drei Wachen gewesen. Dach, okay. Also hier kommen wir zum Dach, wie es aussieht. Ah, ne, zur Sendezentrale. Das machen wir auch direkt mal. Wir lassen die mal in Ruhe pennen. Wie viel haben wir noch? 6. Ja, gut. Ich könnte natürlich da jetzt eine Kugel verpassen, bin ich ganz ehrlich. Beziehungsweise einen Bolzen. Aber ganz ehrlich. Nein. Ist das die Sendezentrale? Alarmanlage, ne? Ich speichere mal lieber zwischen hier. So.
Über ganz Dunwall wurde eine Walölausgabesperre erlassen. Jeder Bürger ist dazu aufgerufen, etwaige Walölvorräte sofort zur Stadtwache zu bringen. Auf das Verbrennen von Walöl steht eine Freiheitsstrafe. Diese Nachricht ist eine Anordnung des Lordregenten persönlich. Wir müssen ihm vertrauen. Vertraut dem Lordregenten ruhig. Na komm, komm, dreh mir den Rücken zu. Ich weiß nicht, ob ich dazwischen schießen kann, deswegen lasse ich es lieber mal. Na komm. Der Lordregent erinnert daran, dass alle Ausgangssperren ab sofort ohne Ausnahme in Kraft treten. Bürger, die sich während der Ausgangssperre auf der Straße befinden, gelten als Feinde. Der Lordregent wünscht allen Bürgern eine angenehme Nacht. Da wir den Schatten sehen. Bitte, tun Sie mir nichts. Sie wollen den Lordregenten töten, nicht wahr? Verschonen Sie mich. Ich helfe Ihnen, ihn zu besiegen. Er macht Aufzeichnungen mit dem Audiographen. Geheimnisse, die sein Ende wären, würden andere sie hören. Über die Sendeanlage abgespielt wären seine Geständnisse in der ganzen Stadt zu hören und er wäre ruiniert. Die Audiographkarte, die Sie brauchen, ist in einem Safe im Zimmer des Lordregenten. Aber ich konnte über seine Schulter schauen und mir die Kombination merken. 935. Vertrauen Sie mir. Die Aufnahmen auf dieser Karte werden ihn erledigen. Viel Erfolg. In einem Tresor in den Schlafgemächern des Lordregenten befindet sich ein Autograph mit seinem Geständnis. Die Kombination ist 935. Autograph-Abspieler. Aschenbecher, falsche Taste, wie immer. Sonst irgendwas? Hier noch irgendwas zum Lesen. Der Jedermannsorden. Auszug aus einem längeren Werk über die Geschichte der Aufseher. Der Jedermannsorden ist das religiöse Machtzentrum und die Inspirationsquelle für alle Aufseher des Kaiserreichs. Der Orden entstand im Laufe der Jahre, um einfache Bürger gegen die üblen Machenschaften des Outsiders zu schützen, bis schließlich das Bedürfnis nach einem zentralen Sitz der Autorität aufkam. Das imposante Gebäude ist ein Zufluchts- und Wallfahrtsort für viele Pilger. Irrtümlicherweise schreiben viele den Bau des Ordens dem Oberaufseher Benjamin Holger zu, wo es doch tatsächlich Holgers Nachfolger John Clavering war, der das Fundament legte. Kurz nach der Fertigstellung des Ordens versammelten sich dort alle Aufseher des Landes, um eine Reise zur Weißen Klippe anzutreten. Am Ziel angekommen, begann die große Schlacht der Säuberung, in welcher Aufseher gegen Ketzer, Hexen und Leibeigene des Outsiders kämpften. Obwohl Holger in der Schlacht fiel, wurde die Säuberung der Weißen Klippe vollendet. Es folgten zeremonielle Rituale, die über einen Monat andauerten und viele Anrufungen und Reden hervorbrachten, die in zahlreichen Bänden aufgeschrieben und zurück zum Orden gebracht wurden, wo sie bis zum heutigen Tag verehrt werden. Okay, Propaganda-Offizier, ich hoffe, du verrätst uns nicht. Das wäre dein Todesurteil, mein Freund. Okay, das war keine Alarmanlage, wie es aussieht, also nicht dieses Blitzgedöns.